Cartagena, Kolumbien. Zwanzig Jahre früher. Okay. Und los geht's. Großes aus kleinen Ursprüngen. Erster Schatz gefunden. Dreck ist mein Erfolg. Tag, ihr Guten Tag, die Herren. Vielleicht oben. Ja, wahrscheinlich oben. Guten Tag, der Herr. Ich will hier durch. Kann ich? Danke. Eine von den Vitrinen muss es sein. El museo cierra en 15 minutos. Hier nicht. Hey, da ist er. Ratita callejera. Suélteme. Su clase de gente no es bienvenida aquí. Quédate afuera. Pendejo. Idiot, Jung. Oh, da ist er ja. Ja, da sollten wir mal hinterher. Ich muss dranbleiben. Ich bleib dran. Ah, da ist der. Oh, ich darf doch, oder? Bitte, aquí, limosnero. Ja, war eh verfault. Ja. Hat nicht gut geschmeckt.
Muss ich wo zugeben. Wo ist der hin? Da vorne ist der doch. Wo er wohin will? Was macht er jetzt? Na gut, da reingehen kann ich ja jetzt schlecht. Ach Mist. Verschlossen. Ich muss einen anderen Weg da hochfinden. Da wollte ich ihn genau. Was macht er da drin? Hier sehe ich nichts. Hey, ich will dich nicht helfen, Mann. Aber als ich, wer kann dir das machen? Auf mich wartet eine Lady. Wer weiß schon. Ich bin Senior. Aquí lo tiene. Aha. Ja, so mag ich das. Adios, amigo. Okay, ich brauche die Geldbörse. Mist! Hier kann ich auf keinen Fall lang. Nächster Schatz, nur mal so. Er geht durch das Gebäude. Vom Dach aus sehe ich ihn bestimmt. Jung, schon klein Nate konnte schon richtig krasse Sachen machen. Krass springen und klettern. Ah, wer ist das? Oh mein Gott. Muss dranbleiben. Ja, ich bleib dran. Ich bleib dran, keine Sorge. Verdammt, da sollte ich nicht lang. Ich muss irgendwie an diese Geldbörse kommen. Jetzt ist die Möglichkeit. Ist in seiner Tasche. Jetzt oder nie. Es scheint, als hätten wir noch etwas Zeit. Ich habe schon so eine Idee, was wir damit anfangen können.
Sehr schön. Immer hübsch langsam, Jungchen. Lass mich los. Hab ich mir doch gedacht. Und versuch bloß nicht abzuhauen. Bist weit weg von zu Hause, Jungchen. Nenn mich nicht so. Mami und Papi machen sich doch bestimmt Sorgen. Tja, ja, wohl kaum. Na gut, wechseln wir das Thema. Also das Clown hast du echt drauf. Du bist wirklich gut. Keine Ahnung, wovon du redest, Opa. Hey, nenn du mich nicht so. Deine Technik ist aber schlampig. Alles viel zu vorhersehbar. Du hast ja einen Knall. Ach ja? Du bist mir durch die ganze Stadt gefolgt. Hast mich wohl für ein leichtes Opfer gehalten. Aber da hast du dich gewaltig geirrt, mein Freund. Was? Ich vermiss noch was. Gut. Vielleicht rufen wir einfach die Polizei, hm? Mach doch. Aber die wollen bestimmt wissen, warum ein älterer Tourist einem jungen Kerl nachstellt. Du hältst dich wohl für einen ganz Ausgebufften, ne? Ich kann ganz gut auf mich aufpassen. Na egal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Cops nicht mehr magst als ich. Schon möglich. Kleiner. Her damit. Ein Versuch war's wert. Den war's wert. Von wegen viel zu vorhersehbar, hä? So, das Museum ist zu. Ja, das Museum ist zu und wir müssen jetzt wieder einbrechen. Mal wieder in ein Museum. Ja, das gibt's ja schon im zweiten Teil. Nur mit einem etwas älteren Nate. Jetzt mit einem jungen Nate. Mit einem Kind Nate. Wenn die Kamera sich drehen würde, wäre das extrem praktisch. Gut, gut, gut. Wie machen wir das jetzt? Wow. Da ist es. Das war knapp. Das war wirklich knapp. So, jetzt sind wir am Fenster, sehr gut. Okay. Kurz mal den Schatz mitnehmen, der blinkt so schön. Und jetzt machen wir es. Verdammt, Kleiner! Na, Victor, wen haben wir denn da? Ist das nicht dieser elende kleine Taschendieb? Na los, Junge, komm. Du hast keine Chance. Gib sie uns einfach. Und jetzt? Den Ring.
Welcher Ring? Catherine! Für wen hältst du dich eigentlich, Junge? Du bist doch bloß ein schmutziger, verwahrloster kleiner Bengel. Du hast kein Recht, diese Dinge anzufassen. Was zur Hölle machen Sie da? Er ist doch nur ein Kind. Schnappt ihn! Haltet den Jungen! Und schon wieder muss ich abhauen. Er hat den Ring! Ich lauf einfach nach vorne. Ach, schön langsam. Ich bin am Arsch. Der kam nicht mehr hoch. Das war das Problem. Scheiße! Er hat den Ring! Brech die Tür auf! Einfach abhauen. Oh Gott! Er will auf das Dach! Natürlich will ich auf das Dach. Nee, will ich. Die Kette! Aufpassen! Schnell! Lass los! Mist! Ach, Mist! Wer sind diese Typen? Komm her, du kleiner Bastard! Die sind keine normalen Typen. Schießen die jetzt auf mich? Ich glaube schon, Nate. Oh, fuck. Ja, warum auch immer der da runtergefallen ist. Zwar springen gedrückt habe. Oh Mann, was wollen die eigentlich von mir? Nur weil ich den Ring geklaut habe? Hä? Was? Junge, Junge, danke, wer auch immer du bist, Sully. Diesmal nicht kleiner. Da war der tatsächlich schnell. So sagt. Tut mir leid. Du hast keine Chance. Ah, ich hab die falsche. Wir haben ihn. Entschuldigung, Platz da. Tut mir leid. Ach, du Scheißkerl. What the fuck? Mann, wie knapp ist denn das? Oh. Ja, wen haben wir denn hier? Ups. Alles okay. Wovor hast du denn Angst? Schließ einfach die Augen. Es wird nicht wehtun. Na komm. Bist du okay?
Entspann dich, Junge. Wir sind sicher. Na los. Deine Sache, wenn du nicht willst. Was willst du von mir? Ein Dankeschön wäre nett. Ich hab dir vorhin den Arsch gerettet. Danke. Aber was hast du davon? Ich meine, du bist ein Gauner, oder? Da stimmt doch was nicht. Du bist echt nicht ohne, Junge. Wo kommst du eigentlich her? Hör mal. Nichts für ungut. Aber ich kenne dich nicht. Wenn's das ist, Victor Sullivan. Jetzt kennen wir den Teil, wo du dich vorstellst. Okay. Erzähl mir doch mal, was an dem Ring so besonders ist. Er gehört meiner Familie. Und ich hole ihn nur zurück. Geerbt von Francis Drake persönlich. Genau. Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber Drake hatte gar keine Erben. Keine Kinder. Tja, mit seiner Frau in England hat er keine Kinder. Okay, hast recht. Zeig mal her. Na komm schon, Junge. Wenn ich dir das Ding wegnehmen wollte, hätte ich es längst getan. Danke. Was steht da? Parvisum. Sic Parvis Magna. Das heißt, Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Ja? Also, den hat er von Queen Elizabeth gekriegt, als er 1581 von seiner Weltumsegelung nach England zurückkam. Sie hat ihn zum Ritter geschlagen. Das hast du aber sicher nicht auf der Straße gelernt. Wieso spricht ein Kind wie du Latein? Die Nonnen waren irgendwie ganz versessen drauf. Also, du warst im Internat. Das wäre noch nett ausgedrückt. Na okay. Also, was hat es mit dem Ring und dem Astrolabium von vorhin auf sich? Tja, sag du's mir doch. Du arbeitest doch für die Typen. Hör mal, Junge. Ein Kunde will was. Ich besorge es. Gegen Geld. Und ich stell keine Fragen. Das ist nur ein Job. Die Tante war auch echt nett. Ja. Jedenfalls, den Job bin ich eh los. Okay, hör zu. Zunächst mal war das kein Astrolabium. Das ist eine Art Dechiffriergerät. Schau mal hier. Auf seinem Weg um die Welt ist Drake durch Ostindien gesegelt. Aber er hat gesagt, er habe 6 Monate gebraucht von hier nach da. Ja, und? Und das kommt nicht hin. Er war als Segler viel zu gut. Er hätte 1 Monat gebraucht. Höchstens. Er hat irgendwas versteckt. Was Großes. Wie groß? Geheimmission von der Königin groß. Geraubte Schätze im Wert von Millionen, die noch nicht gefunden wurden. Groß. So groß? So groß. Und das Gerät hat was damit zu tun? Ich bin mir todsicher. Na toll. Und Marlow hat es. Das wird dir nichts helfen, ohne den Schlüssel. Sie kann also nichts tun. Noch nicht. Du hast mir immer noch nicht gesagt, wie du heißt. Und du hast nicht gesagt, was du von mir willst. Okay. Also, du hast Talent. Aber du musst noch viel lernen. Halt dich an mich und ich bring dir alles bei. Danke. Aber ich komme auch alleine klar. Ja, sicher. Lass uns von vorne anfangen. Was meinst du? Meine Freunde nennen mich Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, hä? Okay. Das ist der Beginn einer großen Freundschaft. Ja, glaub mir.